Die kommt jetzt. So, wo müssen wir hin? Nirgendwo da, sondern dahin. Ja. Ach, das machen wir so. So, ich weiß natürlich nicht, wie viele von den Leuten, die gestern da waren, wirklich Interesse an meinen Let's Plays haben oder ob das einfach nur, naja, halt so ein Raid war. Dann kurz nochmal einmal zusammen in einen anderen Kanal und so weiter. Trotzdem hat es mir viel gebracht, weil ich habe einen anderen Status. Das führt dazu, dass ich zum Beispiel endlich auch Marbles on Stream spielen kann und solche Sachen. Und da habe ich auch richtig Lust drauf. So, fangen wir mal hier an. So, okay, spricht mit Lazius. Das ist davon nichts, was ich jetzt brauche. Und da steigen wir ab, weil diese Gänge sind nicht wirklich fürs Reittier. Ups, naja, eigentlich gar nicht für mich, aber egal. Ah, tötet mich nicht. Oder macht es wenigstens schnell. Bitte. Nicht wie die anderen. Bitte. Nicht wie die anderen. Jalen hat mich geschickt. Ihr wart, dass sie die Leiche entdeckt haben? Borke und Bahre. Da wäre ich ja fast aus der Haut gefahren. Witzig. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Es wäre sicher weniger schlimm gewesen als das, was der Hauträuber dem armen Danlai angetan hat. Aufgehängt wie Krötenfleisch zum Trocknen. Kein Fitzelchen Haut oder Schuppe übrig. Mhm. Wie gesagt, dass er noch lebt, als ihn fand, stimmt das? Das stimmt. Nicht schön. Er versuchte mir etwas zu sagen. Aber seine Stimme war dünn wie ein geknickter Zweig. Ich weiß nicht, wie er überhaupt die Kraft zum Sprechen aufbrachte. Verstehen konnte ich ihn nicht. Schade. Ich konnte ihm nur die Zunge benetzen, bevor er zum Hist zurückkehrte. Keine Ahnung, was er euch sagen wollte. Es klang, als würde er Hist sagen. Ich glaube, er wollte zu den Wurzeln zurückkehren, bevor er sein Ende fand. Das ist nicht viel, oder? Vielleicht weiß Zulosia etwas Nützlicheres. Er hat eines der anderen Opfer gefunden. Und wo ist der? Zulosia lebt in Alten Meerlel, auf der anderen Seite des Marschlands im Südwesten. Direkt vor der Küste. Sehr schön. Ich hoffe, ihr findet den Hauträuber, bevor er noch jemanden holt. Erst wenn er gefangen ist, kann ich wieder ruhiger schlafen. Oder überhaupt auch nur ein Auge zutun. Was könnt ihr mir über Zulosia erzählen? Er ist ein Totwasserspurenleser, der in unser Land kommt, um seine Beute einzutauschen. Soweit ich weiß, ist er sehr geschickt. Ich bin mir sicher, dass ihm 100 Dinge auffallen werden, die ich übersehen habe, als ich dann Lei fand. Würde er sagen, dass er mit einem Messer umgehen kann? Entschuldigt? Oh, oh, heiliger Saft, das kann er. Einige der besten Felle und Häute, die wir kaufen, sind sein Werk. Ihr glaubt doch nicht, dass einige davon von Saxel-El waren, oder? Es ist noch zu früh, um jemanden zu beschuldigen. Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch. Nun, ich werde ihn nicht aus den Augen lassen, wenn er das nächste Mal hier durchkommt. Sofern ihr nichts dagegen habt. Ne, klar, geht in Ordnung. So, dann suchen wir den mal. Aha, wo ist der? Okay, das wird weit. Sehr weit. Da. Und ich bin... Und schon wieder... doch, da ist ein Wegschrein. Relativ gut. Wegschrein, da. Wegschrein, hier der Wegschrein. La 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 la. Der Wegschrein zum Wegschrein. Es tut mir leid, der Witz ist doof, aber ich muss es dann immer wieder machen. So. Zack, zack. Nein, nein! Der Ball wird nur mit Schlamm bedeckt, wenn zu schnell Punkte erzielt werden.
Das sehe ich ganz genau so. Die Partie ist verloren, wenn der Ball durch den höchsten Ring geht. Es sei denn, die Monde sind beide mehr als halb voll. Ich verstehe das einfach nicht. Was für ein Spiel hat so viele Regeln? Wie merkt ihr euch die alle? Das ist gar nicht so schwer. Und zwar ist der Schlamm, wenn er grün gefärbt ist. So, warum? Warum passiert das immer wieder? Ich will das da. Und das geht jetzt da lang. Und machen wir eine Abkürzung, oder? Super Idee. Oh, dann machen wir doch ganz kurz noch die Quest mit, weil wir brauchen ja auch eine ganze Menge. I'm Hist. Entschuldigt mich, Reisender, aber habt ihr einen Augenblick? Ich wurde vor kurzem von einem Schwarm Hackflügel angegriffen und habe bei meiner Flucht einen Besitz verloren, der von großer Bedeutung für mich ist. Wenn ihr mir helfen könntet, ihn zu bergen, würde ich euch äußerst großzügig belohnen. Wonach suche ich? Nach einer einfachen Holzkiste, so lang wie mein Unterarm. Als ich sie das letzte Mal sah, hatte sie einer der Hackflügel, die mich angegriffen haben, im Schnabel. Ich vermute, dass sie die Kiste mit in ihr Nest genommen haben, das gleich nordwestlich von diesem Dock liegt. Und das wollt ihr haben, ja? Ich würde euch nicht darum bitten, wenn es nicht eine ernste Angelegenheit wäre. Die Kiste enthält Andenken an mein Dorf, die ich einfach nicht verlieren kann. Werdet ihr helfen? Alles klar, das machen wir. Vielen Dank, Reisender. Ihr habt das Herz dieses Ältesten beruhigt. Ich werde hier natürlich auf eure Rückkehr warten. Und gebt Acht, Hackflügel sind gefährliche Wesen und schlagen schnell zu. Was ist überhaupt so wichtig an der Holzkiste? Wie ich schon sagte, sie enthält ein Andenken an mein Dorf. Ich kann nicht dorthin zurückkehren, wisst ihr? Das Andenken ist die einzige Verbindung, die mir noch bleibt. Warum seid ihr denn nicht zurückgekehrt? Weil es nichts gibt, zu dem man zurückkehren könnte, befürchte ich. Ein kaiserliches Überfallkommando griff meinen Stamm an. Viele wurden niedergemetzelt und unser Histbaum wurde niedergebrannt. Seitdem bin ich ein Wanderer. Das war vor langer Zeit, Reisender. Doch dieses Andenken ist alles, was mir noch geblieben ist. Ich wäre dankbar, wenn ihr mir bei seiner Wiederbeschaffung helfen könntet. Machen wir, aber nicht jetzt. So, da ist... Jawohl. Ihr seid weit weg von zu Hause, Oyel. Seid lieber vorsichtig, wenn ihr je dorthin zurückkehren wollt. Ich bin schon vorsichtig. Tot seid ihr gleich. Entschuldigung, Star Wars Anspielung. Seid ihr Solusia? Mir wurde gesagt, dass man euch hier finden kann. Mein Name wird dieser Tage weit getragen. Warum sucht ihr nach mir? Mir wurde gesagt, dass ihr eines der Opfer der Hauträubers gefunden habt. Mehr als eines. Choglada, aufgespießt auf einem Pfahl in der Nähe. Zuti, von einem Baum bei Lilmut hängend. Ausgestellt wie schreckliche Warnungen. Sie waren mitleiderregende Trophäen. Er scheint nicht beeindruckt zu sein. Es ist kein Ruhm darin, eine verdorrte Wurzel oder ein blutloses Kind zu ermorden. Dieser Hauträuber macht nur die Schwachen und Schutzlosen zu seinen Opfern. Wenn ein Krieger sich ihm stellt, zieht der Feige den Schwanz ein. Wenn sich unsere Wege kreuzen, lasse ich ihn nicht entkommen. Jemand hat den Hauträuber verjagt? Gukin, einer aus meinem Stamm, traf auf den Hauträuber, als dieser ein Opfer ausstellen wollte. Der Feigling flüchtete, ohne zu kämpfen. Unschön. Falls euch dieser Mörder interessiert, dann sprecht mit Gukin im Todwasserdorf. Mir wurde gesagt, dass ihr ein Jäger seid. Was sagt ihr zu den geholten Leibern, die gefunden wurden? Zum einen ist das alles zu sauber.
Es bleibt nur wenig Haut auf den Muskeln darunter zurück. Der Hauträuber arbeitet langsam. Seine Herangehensweise dient der Grausamkeit, nicht dem raschen Nutzen. Im Feld ginge dies sicher nicht. Dieser Hauträuber hat einen Unterschlupf. Dann muss er eine Fährte geben, die dorthin führt. Ich werde meine Suche fortsetzen. Ja, so. Dann würde ich sagen, schwimmen wir mal dahin. Ah, ich hab's vermutet und es war wahr. Ich schwimme ja nicht gern. Okay, was ist das? Ach, gut. Okay, dann hätten wir das. Aber das wollten wir nicht, das machen wir danach. Ach so, ich verstehe. Gut, okay. Oh, ja, hallo, Flügel. Ach komm. Tot. So, wo müssen wir hin? Dahin. Gut, dann gehen wir, nachdem wir diese Rubin-Eche geschlagen haben, zu diesem Weg schon. So, ja, ist ja gut. Ja, lass mich nur. Zu jenem Weg schon. Was tut dir denn doch schon wieder weh, Mann? Dir die Haut ab. Ach komm. Der muss ja immer schwimmen. Hättest du einfach mal machen können, als wäre es nicht so tief. Ach komm jetzt. Habe ich mich da gerade? So, Leute, warum springt denn bei jedem fucking... Super, ich liebe es. Ich müsste ja langsam wissen, immer wenn ich den Wegschrein benutze... Ist. Oh, Nernwurz. Und noch eine Rubin-Eche. Verflucht sei die Ehrlosigkeit. Kishis Leben ist wichtiger als dumme Traditionen. Gut. Kishi entschied sich, uns zu retten. Ja, Außenstehende machen alles nur schlimmer. Ist okay. Kommt, die Börse. Ich spucke auf die Traditionen und die Feigheit, die sie ausbrüten. Der Stamm der Todwasser ist stolz, festgefahren in seinem Denken. Aber dieser Weg wird unser aller Ende sein. Selbst ein blöder Außenstehender merkt das. Nichts für ungut. Kann ich helfen? Wir sind während unserer Aufstiegsprüfung fast gestorben. Das wären wir auch, wenn nicht Kishi eingegriffen und uns gerettet hätte. Gemäß den Gesetzen der Nagakur, des Todwasserstamms, wurde Kishi zum Tod verurteilt. Das ist gut. Er hätte uns also nicht helfen dürfen. Aber ich bin froh, dass er es getan hat. Die bringen ihn echt dafür um? Die Ahnen halten an unseren Traditionen fest, obwohl der gesamte Stamm im Treibsand versinkt. Sie weigern sich, Hilfe anzunehmen, die nicht vom Baumhirten oder Kadelit vorgegeben wäre. Vielleicht könntet ihr Kishi helfen. Als Außenstehender seid ihr nicht an unsere Gesetze gebunden. Ich probier's. Findet Kishis Vater Boki. Sagt ihm, ihr wollt helfen. Er wird wissen, wie man euch in dieser Sache am besten zum Einsatz bringt. Nehmt euch aber vor Mevayes in Acht. Sie hat Kishi für sein Eingreifen festgehalten. Mir zittern die Schuppen bei der Frage, wie sie wohl auf einen Außenstehenden reagieren wird. Bin ich auch gespannt. Wenn Kishi euer Leben gerettet hat, warum wird er dann dafür bestraft? Der Pfad der Lilie ist unseren Leuten heilig.
Schlüpflinge steigen in den Rang von Kriegern auf, indem sie auf diesem Pfad wandeln. Bereit, den Stamm zu verteidigen und die Schrecken des Sumpfs zu überleben. Ein Scheitern bedeutet den Tod und eine Rückkehr zum Hist. Kishi hat in diesen Lauf des Schicksals eingegriffen. Also lieber Tod als, naja, eine weitere Chance? Ich versuche, mich klar auszudrücken. Ja, mach. Wie Mevayes lehrt, räumt der Sumpf keine Chancen zur Bewährung ein. Warum sollten wir es dann tun? Wenn die Krieger sich nicht aus eigener Kraft beweisen, stellen sie eine Gefahr für uns dar. Dennoch bin ich froh, noch am Leben zu sein, um dies alles erklären zu können. Das ist Kishis Verdienst. Wer ist Mevayes? Mevayes ist die Kadelit unseres Stammes. Mhm. Unsere Kriegslehrerin. Sie bildet unsere Novizen dazu aus, auf dem Pfad der Lilie zu wandeln. Seit sie diese Verantwortung übernommen hat, sind die Todwasserkrieger stärker und mächtiger geworden. Zumindest diejenigen, die überleben. Die überleben? Der Pfad der Lilie fordert mehr Opfer als jemals zuvor. Kishi und seine Eigeschwister waren die letzten Novizen, die die Prüfung ohne Verletzungen, geschweige denn einen Todesfall, abgeschlossen haben. Inzwischen gehen häufiger ganze Gelege von Novizen an die Gefahren verloren, die auf dem Pfad lauern. Wird die Prüfung irgendwie geändert, um all diese Todesfälle Rechnung zu tragen? Alles ändert sich. Der Pfad, die Kadelit, auch die Ausbildung und die Erwartungen. Inzwischen sterben die Novizen schneller, als neue Schlüpflinge aus den Eiern kommen. Okay, bald sinnlos. Wird der Todwasserstamm nur noch der tote Stamm sein. Ich glaube, das ist der Grund, aus dem Kishi Mevayes nicht mag. Hat Kishi deshalb eingegriffen? Ich mutmaße jetzt. Vielleicht wollte Kishi nicht noch mehr Novizen wegen einer mangelhaften Ausbildung sterben sehen. Oder womöglich ließ er sich von seiner Ablehnung gegenüber Mevayes zu seiner Tat hinreißen. Oder es könnte auch ein Anflug von Wahnsinn gewesen sein. So oder so. Er hat uns gerettet. Und dafür bin ich dankbar. Wo kann ich Boki finden, wer auch immer das ist? Bokis Haus steht nicht an der Mauer des Dorfs westlich vom Hist. Bitte beeilt euch, denn Mevayes hatte Kishi verschleppt, bevor die Nacht zum Tag geworden war. Wenn Kishi inzwischen noch nicht von irgendeiner Sumpfbestie verschlungen worden ist, kann es nun nicht mehr lange dauern. Gut, leb wohl. Okay. So, das machen wir aber jetzt nicht, sondern Hauträuber. Hallo Bärchen. So, jetzt kommt der Stark. Oh, mir fällt gerade was auf. Klar ist der stark. Wenn er stark ist, bin ich schwach. Erstmal das da. Und ich glaube, die Schriftrolle habe ich doch noch. Ach, das ist vorbei. Okay, ich behalte sie trotzdem. Die werde ich nächstes Jahr wieder brauchen. Aha, da oben. Kommen wir wieder hoch? Nein, natürlich nicht. Kommen wir anders da hoch? Ja, natürlich. So. Ich erinnere mich an euch. Ihr habt mich aus der Hand der Schwarzgarde befreit. Was führt euch in unser Dorf? Ich suche nach dem Hauträuber. So los sei sie ja sagt, dass ihr ihn verjagt habt. Hätte ich sie doch nur getötet. Als ich gefangen war, verbrannte mir eine Schwarzgardistin das Bein mit einem glühenden Schürhaken, damit ich nicht mehr flüchten konnte. Laufen fällt mir daher immer noch schwer. Der Mörder ist also eine Frau. Habt ihr einen guten Blick auf sie erhaschen können? Unsere Wege kreuzten sich bei Nacht. Aber ein paar Einzelheiten konnte ich erkennen. Oh. Die Hauträuberin war eine Malel. Eine Menschenfrau. Wie ihr, aber mit blasser Haut. Das Mondlicht hat sie an mich verraten. Sie trug das Leder der Schwarzgarde und führte zwei gebogene Klingen. Wo seid ihr der Mörderin begegnet? Ich bin der Hauträuberin bei den Todwasserteichen bei unserem Dorf über den Weg gelaufen.
Ich wünsche euch mehr Glück bei der Jagd, als ich hatte. Tja. Ich werde meine Wacht hier fortsetzen. Ihr habt eine sichere Zuflucht bei den Todwassern. Richtig. Wie erholt ihr euch? Sie haben mir weder Augen noch Hände genommen. Also bin ich noch zu etwas Nutze. Sehr schön. Todwasser sind mit Schmerz durchaus vertraut. Unsere Medizin ist stark. Ja, ja. Ich werde mich erholen. Aspirin, ha? Jawohl. Wer war das Opfer, das ihr gefunden habt? Niemand von uns. Mehr kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen. Wir warten auf Mitglieder der anderen Stämme, um den Verbleib von deren Vermissten zu klären. Da die Leiche im Todwasserbecken verloren ist, können wir kaum etwas anderes tun. Wenn die Hauträuberin eine Schwarzgardistin ist, dann arbeitet sie vielleicht nicht allein. Durchaus eine Möglichkeit. Mhm. Die Schwarzgarde hat uns schon öfter brutale Botschaften geschickt. Doch ihre Absichten waren dabei immer klar. Diese Hauträuberin aber hält ihre Identität im Schatten. Alles klar. So, dann müssen wir jetzt untersuchen das Todwasserbecken. Und das ist wo? Aha, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte dahin. Das heißt, wir gehen wieder hier da runter. Na gut, dann gehen wir da runter. Und in die Richtung. Es ist nicht so weit. Juhu! Ah! Yippie-hi-ho. Geh weg. Geh auch weg. Jahu! Na, Fischi, Fischi, Fischi. Ah. Ihr Götter, wie viel länger werdet ihr noch warten? Oh oh, ich habe die böse Befürchtung, dass ich gleich was sehe, was ich nicht sehen will. Deswegen machen wir vorher noch das Bärchen hier weg. Eukis knubbeligem Hintern, das tut weh. Bitte? Ihr da. Ja, ihr. Tut mir einen Gefallen und schneidet mir die Kehle durch. Ich ertrage das nicht mehr. Moment mal, ich kann vielleicht die Wunde verheilen. Allerdings. Macht euch keine Mühe. Die Wilden schmieren Gift auf ihre Fallen. Ich war dadurch so schwach, dass das Bein schon nach wenigen Stunden zu faulen anfing. Der Brand pocht schon in meinen Adern. Um mich ist es geschehen. Ich wünschte nur, es wäre schon vorbei. Und wie, was ist passiert? Ein törichter Auftrag. Ich bin in diese Falle gelaufen, als ich im Schlamm nach Hostias verdammtem Messer suchte. Sie wusste, dass die Argonia diesmal vorbereitet sein würden. Wahrscheinlich hat sie mich losgeschickt, um zu sterben. Und von ihrer Spur abzulenken. Schneerückige Hexe. Hostia, die Sklavenjägerin, der ich die Hinrichtung ersparte? Oh, wart ihr es, der den Klingen der Argonia Einhalt gebot? Dafür war sie dankbar. Durch die Hände jener Echsen zu sterben, die ihren Mann ermordet haben, wäre das Schlimmste für sie gewesen. Doch hat es wohl ihrem Verstand geschadet. Ihr Hass für sie erreichte neue Höhen. Wo ist sie jetzt? Sehe ich wie ein Skever für euch aus? Tue ich wohl. Ich bin in einer Falle gefangen, vergiftet und halbtot. Sie hat mich in diesen elenden Tod geschickt. Also was schulde ich ihr da? Sie ist in einem alten Unterschlupf der Schwarzgarde. Alles klar. Eine Höhle nicht weit von hier. Ein Eingang, ein Ausgang, aber mit Fallen versehen. Ich werde sie finden. Bestellt Hostia meine Grüße. Sagt ihr, dass ich in Orkes blutigen Zähnen auf sie warte. Werden noch mehr Schwarzgardisten in diesem Versteck auf mich warten? Nein, es wurde schon lange aufgegeben. Der perfekte Ort für die Hauträuberin, um ungestört zu arbeiten. Sie hatte uns nicht gern in der Nähe, wenn sie Gäste hatte.
Warum sollte sie sowas tun? Wir haben ihr Leben verschont. Ihr habt ihr Leben verschont. Dafür war sie dankbar, aber die Schlammhexen, sie hätten ihr ohne Zögern den Hals durchgeschnitten. Genau wie dem Vater ihres Kindes, soweit ich das gehört habe. Ich kann mich gar nicht erinnern, Gerüchten oder? Zufolge mussten Hostia und ihre Tochter dabei zusehen. Warum wurde er getötet? Er war Teil der Schwarzgarde. Ja, gut, irgendwas hat er sicher getan. Ach, dann weiß ich. Ich bezweifle, dass es einen Unterschied für sie gemacht hat. Sie war schon immer streitlustig, aber ich wette, die Klinge an ihrer Kehle brachte ihr noch dazu ein paar schlimme Erinnerungen zurück. Sie hat eine Grenze überschritten, von der kein Weg zurückführt. Kann ich was für euch tun? Jetzt tut es gar nicht mehr so weh. Das Ende ist wohl nahe. Lasst mich einfach in Frieden sterben. Ah ja, gut. Stirb. So, dann gehen wir da mal rein. Und damit hätten wir das auch geschafft. Haben die Schlammechsen euch geschickt? Ihr mischt euch in Dinge ein, die euch nichts. Ich liege nicht im Zwist mit euch. Macht euch nicht zu meinem Feind. Kehrt um! Okay, ich achte ein bisschen auf die Fallen. Ich wollte euch die gleiche Gnade gewähren wie ihr mir. Ihr hättet sie annehmen sollen. Ja. Ich spanne eure Haut über Lienot auf. Was kümmern euch diese Wilden? Sie sind... Julita. Das war's, ja. Das war in diesem Schwarzräuberlager. Ach mein Gott, hätte ich... Wow. Okay, ja. Ach, das meint er mit durchsuchen. Gut. Die ist schon ziemlich durch. So, habe ich die Fallen alle. Nö. Auch das wusste ich. Ich bin froh, dass ihr unverletzt seid. Die Todwasser sagten, ihr wärt auf der Suche nach der Hauträuberin hier durchgekommen. Ich machte mir schon Sorgen. Ich habe sie gefunden. Sie wird niemandem mehr gefährlich werden. Wirklich? Dann habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Sogar ganz Trödmoor. Mhm. Viele werden fragen, was zu diesen schrecklichen Grausamkeiten geführt hat. Habt ihr etwas gefunden, womit man einen Sinn in ihnen erkennen kann? Es war eine Schwarzgardistin, die zur Sklavenehren wurde, nachdem ein agonischer Stamm ihren Gatten hingerichtet hatte. Weshalb raten die Hellhälse zur Gnade? Mhm.
Ein friedliches Zusammenleben zwischen allen Stämmen ist möglich, wenn wir darauf verzichten, Gewalt mit Gewalt zu erwidern. Wenn ich die Todwasser nicht gebeten hätte, sie zu verschonen, wäre diese Mörder nie geschehen. Wir werden niemals so kämpferisch wie die Todwasser werden. Aber vielleicht müssen wir einsehen, dass Kompromisse nicht immer die Antwort sein können. Eine schwere Lektion. Sehr viel angenehmer ist, dass der derzeitige Ärger vorüber zu sein scheint. Bitte nehmt meinen Dank für alles, was ihr getan habt. Jo, danke. Oho. So. Es ist immer auf dasselbe. Ist das nah? Tag für Tag. Ich bin im Augenblick ziemlich beschäftigt. Das interessiert mich nicht. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, dass ich nichts verstehe. So. Dann dahin. So, dann noch schnell zu dieser Quest. Und dann können wir in einer halben Stunde vielleicht noch die letzte Quest machen. Dann sind wir ein gutes Stück weiter. Ich sehe, dass ihr mit leeren Händen zurückkehrt. Konntet ihr die Kiste nicht finden, die ich suche? Nein, aber ich habe diesen Anhänger in ein paar Pfeile gefunden. Dieser Anhänger gehört dem Wurzheimstamm. Es scheint, dass sein Jagdtrupp vor euch dort eintraf. Vielleicht hat er die Kiste mitgenommen. Sein Lagerplatz ist nur ein kleines Stück nördlich von hier. Falls es euch nichts ausmacht, mir noch etwas mehr zu helfen. Ja, klar. Seid vorsichtig. Auch wenn der Wurzheim-Stamm nicht feindselig sein mag, reicht seine Gier doch tiefer als die Wurzeln des Hists. Schön gesagt. Meine Kiste birgt zwar nichts Wertvolles, aber wahrscheinlich wird er euer Interesse zu seinem Vorteil nutzen wollen. Was ist drin? Oh, ja, natürlich. Es ist ein großer Ast, verbrannt und verdorrt. Er gehörte zum Histbaum meines Dorfs, wisst ihr? Ich verstehe, ich breche auf und spreche mit dem Wurzheimstamm. Wenn eure Aufgabe abgeschlossen ist, trefft mich am Hellhalsdorf. Es schmerzt mich so viel von euch zu verlangen, aber bitte wisst, dass der Ast, den ihr sucht, mir sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn er verloren ginge. Und dann, ihr wusstet von diesem Dorf, ich verstehe die Frage nicht. Ich bezweifle, dass es auch nur einen Schlüpfling gibt, der diese Geschichte nicht in irgendeiner Form gehört hat. Es geschieht schließlich nicht allzu oft, dass ein Hist sich entscheidet zu schlummern. Was erzählt er da? Wer hätte gedacht, dass jene sanfte Seele, die mir so sehr geholfen hat, der Wurzelheiler werden würde? Wie geht es euch? Mir geht es gut. Der Stamm der Hellhälse hieß diesen alten Reisenden mit offenen Armen willkommen. Natürlich versuche ich, mit meinen Heilkünsten zu helfen, so gut ich nur kann. Ach, aber ich rede zu viel. Ich bin mir sicher, dass ihr noch viele andere begrüßen müsst. Alles klar. Und ihr ebenso, Wurzelheiler, mögt ihr stets unter einer gesegneten Sonne gedeihen. Okay. So, Folgenende.